Das Wandern im Winter hat seine ganz eigenen Reize und die Landschaft trägt ein völlig anderes Antlitz. Wir starten am Schloss Ilsenburg, gehen zunächst an der Waldkante zum Roten Acker entlang. Die Klosterkirche liegt bereits hinter uns. Von Ilsenburg in Richtung Öhrenfeld und dann zur Plessenburg und wieder zurück. Das ist unsere Wanderung heute. Unser erstes Ziel ist der Rösekenteich. Der Klosterwanderweg biegt jetzt nach rechts ab. Aber auf der anderen Seite, dort wo die kleine Tanne ist, geht ein Trampelpfad in den Forst. Und den gehen wir jetzt mal lang. Nun, die kleine Tanne ist natürlich eine Fichte. Denn Tannen gibt es bei uns im Harz nicht. Über den Damm eines fast verlandeten Teiches trifft der Pfad am Hundeplatz auf den Kutschweg. Dort liegt frisch geerntetes Holz, Buche und Eichenstämme. Kurz vor Öhrenfeld geht es rechts in den Wald. Der wenig bekannte Wanderweg zur Plessenburg wurde früher Hippelhangweg genannt. Er verläuft in halber Höhe zwischen dem Tenntal und dem Halberstädter Berg. Kleine Schönheiten am Wegrand und herrliche Ausblicke in die Landschaft wechseln einander ab. Die Steilheit des Halberstädter Berges kann man an dieser Stelle nur erahnen. Der ausgebaute Weg endete früher an der Stelle, wo sich das von der Moosklippe kommende Wasser ins Tal ergoss. Vor einigen Jahren wurde er allerdings weitergeführt und an einen anderen festen Forstweg angeschlossen. Und somit können wir auf diesem bequem weiterwandern. Im schönen Buchental trifft er dort, wo die Bank steht, auf die Tenntalchaussee. Die führt uns nach etwa einem Kilometer direkt zur Plessenburg. Noch ist sie hinter Bäumen verborgen, doch hinter der Wiese präsentiert sich das gräfliche Jagdhaus und die sich darin befindliche Gaststätte. Nach einer kurzen Einkehr geht es auf der Plessenburg-Chaussee zurück nach Ilsenburg.
Rechts der Forststraße hat der Winterorkan Friederike den Wald umgelegt. Die stehen gebliebenen Fichten kann man abzählen. Ein paar Tage nach der Wanderung überraschte mich ein Artikel in der Presse. Darin bejammerte der Nationalpark die nach dem Sturm nun bestehende Gefahr durch den Borkenkäfer. Vor einiger Zeit propagierte man das Massenauftreten des Schädlings noch als ganz natürliche Folge des ökologisch falschen Waldbaus in Monokulturen. Im Angesicht tausender entseelter Baumruinen wurde für die Touristen ein Borkenkäferlehrpfad angelegt, um ihnen auf bunten Erklärtafeln die neue Nationalpark-Waldpolitik nahezubringen. Und nun? Nun dieses Gejammer der Nationalparkswächter. Es scheint mir so, wie in der Religion zu sein. Gott irrt nie. Man muss nur fest daran glauben. Der Grat zwischen einem insgeheim beklatschten ganz natürlichen Helfer und nun gefürchteten Schädling scheint im Nationalpark ein ganz schmaler zu sein.